da gefahren, habe ich voreingestellt, da unten rechts unten mit die Zielpunktsteuerung. Und zuerst fahren wir da, sieht man da, fahren wir Richtung Hartmanns ins Gleis 2, Haltepunkt. Dann 20 Sekunden warten. Geht's hoch. Zugende, voll automatisch, dann wartet wieder 10 Sekunden, dann geht es nach Atmen, 10 Sekunden warten und dann geht es wieder nach Setzen. Ich werde ein bisschen mitschwenken auf und zu, damit ich das sieht. Der pendelt dann nur zwischen Setzdol und Hartmann hin und her. Ja, nach Lietzen war da. Ich würde sagen, wie das ausschaut da. Muss ganz nett werden für ein bisschen aufbauen. Kurvenüberhöhungen habe ich noch keine eingebaut. Das würde sich ein bisschen in die Kurven legen.
gesetzt, ne?
der Weg ist auch viel ruhiger geworden, es ist auch viel niedriger, ich sehe es so, die ganzen großen Blumen. Es gibt mir so einen Eindruck, als wenn man auf einem Höllleismann-Log schaut, es ist nicht so, so nervös, aber es ist ruhiger. Mit dem Zug. Also, der Zug vorbeifährt, kann man sich natürlich an jeder beliebige Stelle hinstellen, auch irgendwo im Bahnhof oder so in Sösle, wo mehr los ist, und dann kann man dem Geschehen zuschauen. Na, immer so mitfliegen, das ist auch nichts. Das ist ab und zu ganz nett. An der Stelle bietet sich das an, weil da können wir zu uns da oben gehen und dann da warten, bis der Zug wieder kommt. Kann man so hinstellen. Ich kann nur da zeigen, wie das ausschaut. Haben wir ja ein bisschen Zeit, bis der Zug kommt. Das ist ganz nett geworden. So, da werden wir uns da wo hinstellen. Auf dem Zug warten. Also normal sollte er ins erste Gleis neben dem Bahnhof einfahren und nicht das zweite, so wie beim Hochfahren. Und ungefähr sollte er da am linken Bildrand stehen bleiben.
Und da ist ein Gleismarker montiert, ein Zielpunkt, und den habe ich ausgewählt.
wie das sein soll, wie er sich steuern soll. Meistens was wird da passieren, dass er da zusammenfährt, aber naja, da hat er sich wenigstens das richtige Gleis jetzt ausgesucht, das frei. Thank you.
So, und die Dieselloks, der andere Zug, der da bergauf fährt, um den müssen wir uns nicht kümmern, der fährt ja automatisch auf und kommt dann normalerweise wieder automatisch zurück, oder? Und den Zug müssen wir uns kümmern. So wie eingestellt, 5 Minuten Wartezeit in Salzstein. Also. Die sollten dann nicht so schnell kommen. Außer ein bisschen hin und her schwenken, habe ich jetzt noch nichts eingreifen müssen da. Allein nicht dieser Vorbefehl da unten und vorne ans andere Zug in die hat gereicht. Damit er das alles fährt. Natürlich schauen sie mit wegkommen, weil der andere Zug, der von oben runter kommt, der will dann auch ins Gleis 1 fahren, wenn er vom Berg runter kommt. Das sollte jetzt da automatisch ankuppeln. Schauen wir mal, ob das geht. Nicht einmal frei. So, der Befehl ist erledigt, das können wir auch noch machen, dass wir da könnte man natürlich jetzt sagen, er soll einmal da noch vorfahren zum Haltepunkt Richtung West, damit die Leute da einsteigen können. Vielleicht können wir noch selbst fahren, vorher, bevor die Dampflok der Bitte zukommt. So, Fahrer zur Gleismarkierung, Setzteil.
Was haben wir? Ein Stumpfgeiß. 4 Süd, nein, 4 Nord brauchen wir. 4 Nord. Nord 4 Stumpfgeiß. Das haben wir zu, so. Wenn die Dampfers kommen, dann kriegt er eh nicht grün.
Händisch fahren eine Runde. Also machen wir wieder seine Zielsteuerung. Die Erde lässt man mal weg. Und dann sagen wir, er soll über die Gleismarkierung fließen. Soll er zur Gleismarkierung von der Bericht verauslassen, das ist nichts. Über die Fliesen soll er fahren, den Schaffenbahnhof. Das Gleis 2-0. Irgendwo die Gleismarkierung Platz. Okay. Die fährt eh fein. Da können wir jetzt. Könnte man jetzt sagen, da fahren wir jetzt nach Sölzdal und zwar ins letzte Gleis hinten, Nord 27 fahren wir. So quasi ins BW dann, ne? Und so weit aus der Planung.
das prüfen, wo es frei ist. Da, ja, den geht ganz schnell weg. Ich hoffe schon, dass wir da jetzt zum Fahren kommen. Das ist natürlich eine weite Strecke bis Nord 27. Das ist wieder was belegt. Schreibt er da. Der nächste Block ist durch einen anderen Zug belegt, okay? Wenn ich das Gleis auf Signal draufklicke, dann springen wir dorthin. Welcher Zug auf dieses belegt, die rollende Landstraße belegt ist. Weil die will natürlich da ausfahren. Die anderen sind auch schon wieder da. Aktuelle sollte man nicht umstellen, aber es ist dann meistens oft die falsche Straße oder was man eingestellt hat. Wenn man da weiter vorne nicht umstellt, ist es kein Problem. So, jetzt ist der Weg zu reichen. Und man tut noch nichts. Das ist gut dabei, die Straßen. Wieder zurück mit dem Güterzug.
Die werden dann ein bisschen warten und dann werden sie noch Karten ausfallen. Hoffentlich. Die Diesel, was da hinten ist, nicht so recht, was jetzt hinfahren sollen. Alle Vorgleise da vorne besetzt sind. Vielleicht auch alles ab noch runter. So. Man ist ja ab und zu ein bisschen händischer fahren, dann schalten wir da um. Eigentlich braucht man gar nicht umschalten. Das müsste ja alles automatisch gehen mit der Zielpunktsteuerung. Wenn ich da jetzt da umgehe, wieder auf die Zielpunktsteuerung und sage vorher, so, Gleismarkierung. So, jetzt toll. So, da ist jetzt der Süd 27. Nachdem da kein Signal ist, fahren wir da jetzt einfach mal händisch. Die Weichen sind jetzt falsch und ich kann sie nicht umstellen, obwohl ich doch jetzt. So wird es nichts, Freunde.
Diese Feuerei hätte. Also. Machen wir das nochmal aus. Hm? Und jetzt. Lass sie auch nicht umstellen. Jetzt geht es zum Umstellen. So, aber da gibt es immer andere Züge, die sofort die Kontrolle über diese Weichen übernehmen. Das ist eine sehr gefragte Weichenbremse. Ja, wie können wir das lösen? War nicht gescheit, wir müssen die den anderen Zug. Hm. Das ist ein bisschen dazu.
wie der heißt, wo wir da abkuppeln müssen. Ja, abkuppeln tun wir gleich die Lok. Ja, wir fahren wieder.
sind irgendwie vernichtet. Die funktioniert meistens relativ gut, also wir sollten das reagieren, okay. Bremst sie schon sehr rechtzeitig.